Herzlich willkommen zum Sozialarbeiter ABC. Soziale Arbeit einfach erklärt. Heute mit dem Buchstaben U wie unterstützte Kommunikation. Unterstützte Kommunikation bezeichnet Formen der Kommunikation, die mit Hilfsmitteln oder körpereigenem Ausdruck unterstützt werden. Mit dem Oberbegriff unterstützte Kommunikation werden vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten für nicht lautsprachlich kommunizierende oder kaum sprechende Menschen beschrieben, die in ein System münden sollen. Blickbewegungen, Mimik, Laute, Gestik, Körperhaltung, Körperbewegung, Gebärdensprache, Handzeichen, ebenso wie nicht elektronische Hilfen, und unter Umständen auch Schriftsprache. Unterstützte Kommunikation erklärt bei den Betroffenen keine bestimmte kognitive Ausgangslage oder spezifische Fertigkeiten zur Mindestvoraussetzung einer Förderung. Stattdessen wird davon ausgegangen, dass die kommunikativen Kompetenzen jedes Menschen erweitert werden können. Die Methode der Anbahnung und des Aufbaus eines Kommunikationssystems muss den jeweiligen individuellen Möglichkeiten des Menschen angepasst werden. Unterstützte Kommunikation sollte für nicht lautsprachlich kommunizierende Menschen in allen Feldern der Sonder- und Sozialpädagogik in Zusammenarbeit mit den Familien eingesetzt werden. In der Frühförderung, im Kindergarten, im Hort, in der Schule, in der Werkstatt, in Wohnheimen und in Freizeiteinrichtungen. Betroffenen die unterstützende Kommunikation vorzuenthalten, ist einem Verwehren von Entwicklungsmöglichkeiten gleichzusetzen. Im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention sollte ein Recht auf Kommunikation in Betracht gezogen werden.